schaffen. So, die Mikrofone scheinen zu funktionieren. Ich begrüße Sie herzlich hier in der Zentrale der Energie Steiermark zu unserem heutigen Pressegespräch zur Vorstellung des ersten Circle Hero Triathlon. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und mein erster Dank gilt an unseren Hauptsponsor, die Energie Steiermark, die uns nicht nur als Sponsor und Partner mit Rat und Tat zur Seite steht, sondern uns auch hier diese wunderschöne Location zur Verfügung gestellt hat. Ebenfalls begrüßen möchte ich unseren zweiten Hauptsponsor des Events, Botanic Matters. Vielen Dank fürs Kommen. Kurz möchte ich Ihnen auch schon mal die Gästeliste hier vorstellen. Zu meiner Rechten Simon Klasnik vom Alpenpastor vom Schöckl. Zu meiner Linken Peter Baurecker, dem Veranstalter des Sprung in den Sommer. Guten Morgen. Peter Posch, der sich für die Gestaltung der Finisher-Shirts zuständig zeigt. Und last but not least, als Athleten den Joachim Hirtenfeldner und den Christoph Schlagbauer. Warum veranstalten wir einen Triathlon auf den Schöckl? Werden wir öfters gefragt. Das eine ist einmal, dass es eine persönliche Bindung zum Schöckl gibt für die Katrin und für mich, meine reizende Mitveranstalterin, die ich nicht vergessen möchte. Ich selbst habe von meinem zweiten bis zu meinem 11. Lebensjahr am Schöckl gewohnt. Wir haben in diesem kleinen Häuschen beim Mautschranken gelebt. Ich bin dort aufgewachsen, habe meine ersten Radfahrversuche gemacht. Und just an diesem Platz wird auch die zweite Wechselzone stattfinden, wo die 150 Athleten am 16. Juni den Laufpart in Angriff nehmen werden. Deshalb für uns eine große emotionale Bindung zum Schöckl, die schon immer da war. Das ist der Hauptgrund auch, warum wir diese Veranstaltung überhaupt in Angriff genommen haben. Triathlon ist ein Sport, der in den letzten 30 Jahren eine sehr große Beliebtheit erreicht hat. Die Triathlon-Langdistanz ist für viele das Ziel der triathletischen Träume. Aber es gibt auch abseits des Langdistanz-Triathlon, des Ironman-Zirkuses, die Sehnsucht nach Individualität, die Sehnsucht nach einem Abenteuer, die Sehnsucht nach etwas anderem Naturverbundenen. Und das mit Sport zu verbinden, das ist das, was unser Ziel ist und das möchten wir erreichen. Es war Anfang der 90er Jahre, da gab es in Tirol einmal den legendären Mountain Man. Damals sind die absoluten Triathlon-Legenden aus Amerika nach Tirol gekommen, um sich triathlon-technisch in den Tiroler Bergen zu messen. Mark Allen, Simon Lessing, findet man in den Geschichtsbüchern des Triathlonsports. Auch sie haben Bergtriathlon absolviert. Ende der 90er Jahre schwappte dann die Ironman-Welle nach Europa über und machte Triathlon zum Massenphänomen. Ironman-Veranstaltungen sind zu Tausenden binnen weniger Stunden ausverkauft. Aber wie ich schon vorher erwähnt, es gibt auch die andere Seite des Triathlons und diese naturverbundene, individuelle Seite wollen wir bieten. Und wir wollen diesen Bergtriathlon wieder zurück in den Triathlon-Kalender bringen. Und am 16. Juni ist es soweit. Und dort werden sich 200 Sportler in die Fluten des Kumberger Sees stürzen, um den Schöckl zu erklimmen. Wir wissen, dass das, als wir uns letztes Jahr entschlossen haben, dieses Projekt anzugehen, haben wir gewusst, dass es eine enorme logistische Herausforderung sein wird, ein solches Rennen auf die Beine zu stellen. Wir haben drei verschiedene Event-Locations. Wir haben den Start in Kumberg, wir haben die zweite Wechselzone bei der Mautstelle und wir haben das Ziel im Alpengasthof am Schöckl. Dementsprechend sehr, sehr viel, das wir bedenken müssen. Die Strecke führt über drei Gemeinden, durch zwei politische Bezirke. Man kann sich vorstellen, wie viele Verantwortliche hier zuständig sind, mit denen wir hier sprechen mussten, um das Ganze auch über die Bühne zu bringen. Aber ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bedanken bei allen zuständigen Stellen, die stets zielorientiert, stets sachlich und sehr engagiert waren, um uns bestmöglich zur Seite zu stehen. Das ist in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich. Jetzt habe ich eigentlich schon genug gesprochen, jetzt möchte ich mal mich meinen Gästen widmen, damit sie nicht nur immer mich hören. Ich beginne mal zu meiner Rechten. Simon Klasnik, das Alpengasthof am Schöckl ist sowas wie unsere zweite Heimat. Wenn wir auf den Schöckl gehen, dann gibt es nichts. Gibt's keinen Tag, wo ich nicht eine Kaspersknödelsuppe esse bei dir. Du bist von Anfang an mit der Idee dabei, hast uns begleitet und ich möchte dich auch um ein paar Worte bitten. Also grüß Gott schön, ich vertrete jetzt den Schöckl.
Ganz wichtig ist der Herr Hans Wünscher, das ist der Papa von Andreas, der im Hintergrund, also vor mir sitzt, steht da mit Fotoapparat und der wirklich auch ein begnadeter Triathlet ist, medial auch bekannt. Ich freue mich, dass wir bei den Triathlon mitmachen dürfen oder den begleiten dürfen. Es beginnt in Kumberg mit dem Sprung in den Sommer und kommt auf den Schöckl hinauf und wir haben ein bisschen was vorbereitet, wie es der Zufall so will, ist der Wurlitzer von 13 Uhr bis 15 Uhr bei uns im alten Gasthof und die Gisi Hafner wird über das Radio dann die Sportler schon anfeuern und es werden sicher sehr viele Zuschauer oben sein und wir werden den Empfang dementsprechend gestalten. Also ich freue mich, dass ich die sehr gut und bis jetzt toll vorbereitete Veranstaltung mitbegleiten darf. Vielen Dank, lieber Simon, und danke auch für deine Unterstützung. Ohne Ziel, ohne Start gibt es kein Ziel. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Startort nicht nur einen wunderschönen See zur Verfügung haben, sondern eingebettet sind in ein Event, das seinesgleichen sucht. Ich glaube, der Sprung in den Sommer ist seit Jahren bekannt als das Happening in Kumberg und im Großraum Kumberg. Es freut uns, dass der Peter Baurecker heute da ist, der Hauptverantwortliche und Hauptorganisator dieses Events. Und ich würde dich bitten, auch hier ein paar Worte zu sagen, was ist der Sprung in den Sommer und wie siehst du unseren Teil, unseren Part in diesem Fest? Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Danke einmal für die Einladung zur Pressekonferenz und schön, dass Sie alle da sind. Es ist unglaublich, wir suchen immer innovative Ideen für den Sprung in den Sommer, weil dieser Sprung in den Sommer nie stehen bleiben soll, sondern soll sich auch weiterentwickeln. Und als dann der Andi Wünscher auf mich zugekommen ist und hat gesagt, er möchte was Klasses machen, er möchte den Start eines erstmalig ausgetragenen Triathlons in Kumberg machen, sage ich, bitte, kommt her und seid dabei, weil es einfach eine super Kombination ist. Der Sprung in den Sommer als Thema, als solches, ist natürlich auch der Sprung ins Wasser vom Kumbergsee, wenn wir dann den Triathlon starten um 14 Uhr. Und entsprechend dessen ist es natürlich eine hervorragende Kombination, die wir gerne angenommen haben. Und wir sind wirklich glücklich und froh, solche Partner zu haben, die auf uns auch zukommen und innovative Ideen bringen. Weil immer wieder findet man nicht was Neues und so kommen die Dinge zueinander, die zusammen gehören. Und wir gehören einfach zusammen, weil Wasser und Feuerwerk ist dann natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir die würdigen Sieger am Ende des Tages oder im späteren Abend dann auch in Kumberg noch einmal herzlich willkommen heißen bei der Riesenparty, wo es drei Live-Acts gibt auf der Bühne, wo es den ganzen Tag aus für Familiensporttag gibt. Also von groß bis klein ist Kumberg für Sie vorbereitet und jeder und jede ist herzlich willkommen und wir freuen uns auf euch. Ja, und es wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Vielen Dank, wir freuen uns auch sehr. Wie Sie hier sehen, vorne haben wir schon etwas ganz Besonderes vorbereitet und bei den Veranstaltungen, die ich bis jetzt organisiert habe, war es mir immer ein Bedürfnis, Sport und Kultur in einer gewissen Weise zu verbinden. Ja. Und freut es mich auch sehr, dass der Peter Bosch heute hier ist. Der Peter ist ein begnadeter Zeichner, dessen Werke ich schon seit einiger Zeit sehr bewundere und er hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Sujets und die Vorlagen zu erstellen für unsere individuellen Finisher-Shirts. Wir haben hier für die männlichen und die weiblichen Heroes spezielle Motive gestalten lassen, die der Peter gezeichnet hat und die Energie Steiermark dankenswerterweise auch auf T-Shirt bringt, so dass sich die Finisher auch wirklich auf das freuen können, dass sie oben ein ganz spezielles Shirt haben und dass sie dann auch mit Stolz tragen können. Lieber Peter, ich bitte dich um ein paar Worte. Ich kann dir vorab einmal sagen, wow, was da entstanden ist. Ich bin an und für sich in einem Alter, wo die Entwicklung des Triathlons für uns eigentlich so in den ersten 30 Jahren, ich bin schon fast 80, neben an uns herbeigeführt wurde. Und ich erinnere mich nur an Spriniger Militärs, die damals aufgrund von Langeweile gesagt haben, wir machen was Blödes, wir machen Vorrad, Schwimmen und Laufen. Und dieser Gedankengang ist heute in einer Welt entstanden, wo man sich nur verbeugen kann und vor allem in der Verbindung mit Natur und mit dem Streben, in dieser Natur Bestleistungen zu erbringen, finde ich eine wundersame Zusammenbindung von menschlichen und auch Charakteren, Dingen, die man dann später im Leben wahrscheinlich nicht nur gut verwenden kann, sondern die ihn auch in den harten beruflichen Leben weiterhilft.
meine Tochter, die Kathi Bosch, und der Andi Wünscher sind mit dem Wunsch an mich herangetreten, einen kleinen Entwurf zu zeichnen. Ich bin an und für sich nicht Künstler, sondern Zeichner. Und für mich war es die größte Herausforderung, diese drei Etappen des Schwimmens, des Laufens und des Radfahrens einigermaßen dekorativ aufs Blatt Papier zu bringen. Wobei meine Tochter mich bis aufs Blut gemäßigt hat oder wieder aufgefrischt hat, diese Dinge so darzustellen, dass man es auf den ersten Blick erkennen kann, dass da drinnen Rad gefahren wird, dass geschwommen wird und gleichzeitig ein wunderschöner Schöckelgipfel erreicht wird. Und somit habe ich mich besonders anstrengen müssen, noch einen 10. Entwurf, was einigermaßen akzeptiert. Und somit sehen Sie die Entwicklung heute für das T-Shirt und für die Einleitungskarte. Ich meine nur, dass meine Gedanken auch zu den notwendigen Sponsoren zurückzuführen ist. Die Kathi und der Andi sind für mich Pioniere. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass ein Triathlon von der Ebene plötzlich in unsere schöne Bergwelt versetzt wird. Und dieses pionierhafte Dasein hat mich dann auch in die Sponsorentätigkeit des sogenannten steirischen Stromlieferanten gebracht. Der war damals auch Pionier und hat in die letzten Gräben hinein mit viel Aufwand Telefonleitungen und Stromleitungen exhibiert. Und somit ist auch draußen in der entferntesten Region möglich gewesen, sich von dort auch mit Hilfsstellungen oder beziehungsweise Informationen zu versorgen. Und diese Pionierarbeit sehe ich auch dann im zweiten Sponsor, der teils immer wieder bestrebt ist, aus einer gewissen Pflanze gewisse wirklich notwendige, für die Zukunft entstehende Medikamente zu entwickeln. Und dieses Pionierdasein war für mich dann gekoppelt mit Andi und mit Kathi, die dann wirklich in hervorragender Zusammenarbeit, wo ich wirklich perplex war, was der Andi alleinig in der Richtung künstlerischer Gestaltung in dieses Informationszentrum des digitalen Wesens hineingebracht hat, so dass ich nur in meinem Alter sagen kann, Kompliment. Ich wünsche allen, die daran teilnehmen, nicht nur Erfolg, sondern auch Freude, dieses schöne Steirerland mit einer erstklassigen Veranstaltung nicht nur mitzumachen, sondern auch in die ganze europäische Sphäre des Triathlons mit hineinzutragen. Dankeschön. Danke, lieber Peter, für deine tollen Worte. Deine Worte und deine Werke sind absolut einzigartig. Vielen Dank. Ich danke dir. Last but not least, wir haben alles, wir haben einen Start, wir haben ein Ziel, wir haben ein Motiv. Was noch fehlt, sind die Sportler. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, also als wir begonnen haben, dieses Konzept zu machen, hätten wir niemals gedacht, dass dieses Event 3 Monate vor dem Bewerb restlos ausverkauft ist. Das ist etwas, was uns stolz macht und gleichzeitig auch motiviert, aus diesem Event ein regelmäßiges zu machen und es nach Möglichkeit auch auszubauen. Und wir sehen uns als klare Breitensportveranstaltung, das muss ich dazu sagen. Also wir haben sehr, sehr viele First-Timer, wie man so schön sagt, sehr, sehr viele, die noch nie einen Triathlon gemacht haben, haben uns auch nicht aktiv darum bemüht, Spitzensportler herzubekommen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Spitzensportler auf uns zukommen. Und wir haben hier 2 Stellvertreter für das gute Starterfeld hier sitzen. Ich möchte beginnen mit dem Lokalmatador, dem Joe Hirtenfellner. Als Kuhnberger hast du die Strecken des Schöckl Hero Triathlon jeden Tag vor deiner Haustür, trainierst ja auch sehr oft die Strecken. Du hast durchaus gesagt, dass diese Strecke etwas tricky ist und hast mir, glaube ich, letzte Woche eine WhatsApp geschrieben in einem kurzen Laufvideo. Es war nur ein Wort dabei, ich musste nachschauen, ich glaube Mörder, oder? Ja, das ist richtig. Ja, wie der Andi mir angesprochen hat, es wird einen Schöckl Hero Triathlon geben, der von der Haustür, ich wohne 200 Meter vom Start entfernt, kann mein Rad in die Wechselzone schieben, dass dieser Triathlon dann noch zu meinem Stammlokal auf den Schöckl führt. Da habe ich keine Sekunde gezögert und war, glaube ich, der Erste, der sich angemeldet gehabt hat.
Ja, ich glaube, der Triathlon auf den Schöckl, der ja, beinhaltet alles, was die Sportart ausmacht und die Höhenmeter, die dann zusammenkommen. Ich glaube, 1000 sind wesentlich zu wenig, wie du geschrieben hast. Ich glaube, da kommen noch ein paar mehr dazu, weil es zwischendurch einmal bergab geht beim Laufen, was es besonders trickig macht. Wird es sehr, sehr spannend machen. Also der Sprint-Triathlon ist ja an sich schon sehr hochintensiv. Also da gibt es ja keine Sekunde Verschnaufpause. Und wenn dann noch die Höhenmeter dazu kommen, dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß. Ja. Dass du ja schon bergaffin bist, hast du ja schon bewiesen, als du 2016 den Austria Extreme Triathlon gewonnen hast. Das ist sowas wie ein riesengroßer Bruder, der Schöckl Hero, der von Graz bis auf den Dachstein führt. Das geht über die Ironman-Distanz, auch sehr, sehr viel bergauf, sehr, sehr viele Höhenmeter. Wo siehst du den Unterschied jetzt zwischen einem Bewerb wie dem Austria Extreme und dem Format eines Schöckl Hero Triathlon? Ja, der Unterschied ist gerade, wenn man als Triathlet ein bisschen in die Jahre gekommen ist, so wie ich. Ganz klar, also beim Austria Extreme kommt es auf Durchhaltevermögen an, da fängt das Rennen so nach 7-8 Stunden an und diesmal werden wir hoffentlich schon das Zielbier getrunken haben nach der Zeit. Das ist einfach die Intensität und das macht es auch noch viel schwieriger, weil du wie gesagt keine Sekunde Verschnaufpause hast. Es gibt beim Austria Extreme doch die eine oder andere Bergabpassage gerade am Rad, auf der langen Radstrecke, wo du fast vielleicht ein bisschen durchschnaufen kannst. Das wird diesmal ziemlich flach fallen. Und das Besondere bei der Schöckl Hero Strecke, das habe ich ja schon gesagt, ist, dass sie besonders unrhythmisch ist am Rad. Das heißt, es gibt keine gleichmäßige Steigung, sondern sehr, sehr viele Rampen, die immer wieder noch einmal, wenn du schon hoch belastet bist, noch einmal mehr herausholen und unter den Wegetritt bringen. Und dann die größte Herausforderung, also muskulär, auf sportlicher Natur, wird sein, aus der zweiten Wechselzone mit extrem blauen Haxen auszulaufen und dann geht der erste Kilometer auf der Laufstrecke, ich glaube 80 Höhenmeter bergab, wo der Schlag so an die 3 Minuten kratzen wird am Kilometer. Das wird ganz besonders spannend, was da passiert. Ja. Danke, lieber Joachim. Gehen wir gleich weiter zum Christoph Schlagbauer. Du bist ein Ausdauer-Tausendsasser, so nenne ich dich. Also du hast schon gezeigt mit deinem Vize-Weltmeistertitel auf Hawaii in der Altersklasse, dass du auf der Langdistanz brillieren kannst. Du hast dich in den letzten Jahren so ein bisschen auf die kürzeren Sachen spezialisiert, bist Winter-Triathlon-Staatsmeister geworden im letzten Jahr, warst mehrfacher steirischer Meister, glaube ich, letzte Woche steirischer Meister über die Mitteldistanz im Triathlon geworden, warst letztes Jahr steirischer Meister im Berglauf, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, du deckst eigentlich das komplette Spektrum unseres Triathlons ab, bereitest dich auch auf den Austria Extreme Triathlon vor und hast mir gesagt, du nützt den Schöckl Hero als letzten Test, um dich an die Berge zu gewöhnen. Du hast den ganzen Winter extra für den Schöckl Hero auf Teneriffa verbracht und freut mich, dass du das dem so große Wichtigkeit bei, so große Bedeutung zuordnest. Und jetzt würde ich dich bitten, was du dir erwartest jetzt vom Triathlon. Ja, ich möchte ganz kurz, also hallo euch nochmal, ich möchte ganz kurz noch auf das einhaken, was du vorher gesagt hast, von den Teilnehmern her, dass da eigentlich ein Breitensport-Event organisiert wird, wo viele auch das erste Mal zum Triathlon finden und das ist mir jetzt gerade wichtig, dass ich das nur erwähne, bevor ich es wirklich vergiss. Es hat sich nämlich bei uns auch, ich bin aus der Weizer Gegend und wir haben einen Verein mit einer Laufsport-, einer Triathlon- und einer Radsektion und hat sich eigentlich in allen drei WhatsApp-Gruppen, wir haben drei verschiedene WhatsApp-Gruppen, eben das Gesprächsthema der Schöckl Heroes gebildet, wo eben auch Leute, die jetzt noch keinen Triathlon machen, auf diesen Triathlon aufmerksam geworden sind und entweder sich in einer Staffel motiviert haben zu starten oder wo dann der Kommentar gefallen ist, hey Schlage, kannst du noch nicht schwimmen lernen, ich würde da gerne mitmachen. Also gerade auch aus unserer Gegend sind jetzt zwei Spitzensportler aus anderen Sektionen, zum Beispiel der Niklas Podraski, der vom Radfahren kommt oder der Michael Klössl, der vom Laufen kommt, die sich auch für den Triathlon angemeldet haben, mit denen muss ich jetzt ein bisschen schwimmen gehen, aber ich werde dann ein bisschen Blödsinn lernen, dass sie nicht auf einmal von hinten kommen nach dem Schwimmen, das wollen wir ja auch nicht. Aber es ist wirklich so, dass, glaube ich, das Event irgendwo den Zahn der Zeit trifft, wo man einfach sagt, man macht irgendwas Außergewöhnliches, was nicht jeder Veranstalter macht, man stellt da was auf die Beine,
auf dem Hausberg von Basel, von Graz, von Weiz, wo wirklich jeder einen Bezug dazu hat. Ich meine, ich kann auch von mir zu Hause, ich fahre mit dem Rad oder ich laufe in die Radklamm runter und dann geht es einfach einmal 2 Stunden lang bergauf, bis du am Schöttlern bist oder eine Stunde oder wie schnell das mal immer unterwegs ist. Also von dem her ist es schon ein cooles Event. Ja, natürlich habe ich mich auf den Riffer extrem auf Höhenmeter vorbereitet. Also ich war heuer ein halbes Jahr auf den Riffer zum Arbeiten und natürlich auch zum Trainieren. Also da ist schon eine oder andere Höhenmeter gefallen. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass der Riffer 3800 Meter hoch ist und auch mit dem Straßennetz auf 2300 Meter raufgeht von null. Das hat natürlich mehrere Gründe gehabt, wie ich gesehen habe, dass es da einen Schöckl Hero Triathlon gibt und ich habe voriges Jahr auch den Schöckl Duathlon gewonnen. War natürlich ein Event, das unbedingt gestartet werden muss, auch der Triathlon, und dass das dann noch eine Woche vor dem Austria Extrem Triathlon ist, das jetzt mein erster Saisonhöhepunkt ist, wo es ja für die, die es jetzt nicht wissen, von Graz weg in der Mur geschwommen wird bei Dondorf und dann das Ziel bei der über die Dachstein-Südwandhütte bei der Talstation von der Dachsteinseilbahn ist, wo auf dem Weg dorthin mit dem Gabel und Sölkpass oder Hohndauern, je nachdem wie die Strecke dann gewählt wird, ob der Sperre des Sölkpass auch einige Höhenmeter fallen werden, ist natürlich der Schöckl Hero für mich eine perfekte Vorbereitung auch. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das ein reines Vorbereitungsrennen wird, weil die Strecke, die ist mir schon auf dem Leib geschneidert. Wie der Joachim auch sagt, mir liegt es extrem, wenn es wellig ist, wenn es Rhythmuswechsel drinnen gibt, wenn es einmal bergab geht zwischendurch, wo man so richtig Meter machen kann, wo man so richtig Tempo nochmal aufbringen kann. Und deswegen ist schon der Anspruch da, wenn es geht, irgendwo ganz vorne zu stehen. Was ich oft gefragt werde, ist, mit welcher Siegerzeit wir rechnen. Und das ist etwas, bei aller Planung des Events, das Einzige, wo ich komplett überfordert bin. Wir haben mit dem Joachim eine Wette laufen um ein Bier im AGH. Du hast gesagt, dass der Sieger unter 1,10 brauchen wird, glaube ich. Und ich habe gesagt, nein. Was sagst du? Jetzt überfragst du mich. Es ist schwer zu sagen, aber also unter einer Stunde geht es einmal nicht. Aber ich habe mir ehrlich gesagt über die Zeit im Prinzip noch keine Gedanken gemacht. Für mich ist es so, dass Rennen, die bis zu 2 Stunden gehen, also im Prinzip ist für mich jedes Rennen, das bis zu 2 Stunden geht, gleich. Da bin ich am Anschlag vom ersten Meter weg und werde keine Nahrung zu mir führen, sondern halt einfach den Kopf hin und schaue, dass ich nicht umfall. Beziehungsweise nach der Ziellinie erst Unfall, so wie es voriges Jahr am Schöckl war. Also voriges Jahr beim Schöckl Duathlon war es durchaus so, da waren der Breitler, der Labitsch, der Podraski, da waren wir zu viert in einem Backerl noch ein paar hundert Meter vom Ziel und dann hat es einfach geheißen, so, wer jetzt noch am meisten draufgeben kann, der wird es am Ende gewinnen und einen Meter nach der Ziellinie, ja, weiter hätte es nicht mehr gehen dürfen. Also die Ziellinie und dann 2 Meter weiter und das wäre zu viel gewesen. Ja, da freuen wir uns schon auf dramatische Bilder an der Ziellinie beim AGH. Von meiner Seite möchte ich diese Pressekonferenz beschließen, aber natürlich für Fragen jederzeit offen, wenn es Fragen gibt. Wie viele Frauen werden teilnehmen? Wir haben einen Frauenanteil von 25%. Also das ist, freut uns sehr. Wir haben fast 30 Frauen am Start. Und denen wir auch nachkommen, indem wir ihnen auch eine eigene Welle zur Verfügung stellen. Also die Frauen werden gemeinsam mit den Staffeln in einer eigenen Startwelle kurz nach den Herren ins Rennen gehen. Das ist auch für die Frauen ein bisschen angenehmer loszuschwimmen, weil der See in Kuhberg nicht der allergrößte ist. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir die weiblichen Heroes dann oben begrüßen dürfen. Zum Namen. Wir müssen ausbauen in Zukunft. Ja. Zum Namen nur gefragt, warum ist der englische Ausdruck gewählt worden, Hero? Allgemein, der Triathlon ist sehr international, auch wenn jetzt der Starterfeld sehr regional ist. So wollten wir das einfach ein bisschen international halten, auch wenn wir die Ölstricker drauf haben. So als Mischung, dass die Helden sich ein bisschen international auch fühlen können. Genau. Der David Boy wird auch dann die Helden oben empfangen.
Gut, dann bedanke ich mich fürs Kommen und würde noch die Teilnehmer bitten für eine kurze Fotosession.